Liebe Kinder im Kindergarten, ich habe euch heute Asche rübergebracht in den Kindergarten, weil ja Aschermittwoch ist und die Fastenzeit beginnt. Aschermittwoch und die Asche erinnert uns daran, wie eigentlich alles leicht zerbrechlich ist. Aber auf der anderen Seite, wir wissen auch, wir sind alle trotz unserer Zerbrechlichkeit in Gottes Hand. Und in der Fastenzeit denken wir auch an das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Darum habe ich hier auch eine Figur von Jesus als Leidensmann hingestellt mit der Dornenkrone und mit dem Rohrstab, das man ihm da in die Hand gegeben hat. Und wir wollen auch an alle denken, die leiden müssen. So wünsche ich euch allen eine gute, besinnliche Fastenzeit, euch, euren Pädagoginnen und auch euren Geschwistern und Eltern.